Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns hier gerade immer noch im Dorf, wo wir gehasst werden. Hatte ich dich nicht getötet? Oh. Habe ich. So, wir sind noch ein bisschen überladen. Wir werden jetzt einmal ganz kurz unser Pferd bestücken. Ach, wir haben ja noch die ganzen Bücher, die wir geklaut haben, ne? Ich meine, wir können ja mal kurz reingucken. Das verbessert unsere Redekunst. Nee, doch, unsere Redekunst und unser Lesen, glaube ich, war das, ne? Einmal überall kurz reinschauen. Was können wir dann alles unserem Pferd geben? Da! Lesen. Na gut. Wer muss denn schon lesen? So, flink wie ein Wiesel kann ich immer noch nicht, ne? Immer noch nicht. Gebetsbuch. Haben wir noch irgendwas? Rausgerissene Buchseite. Ah, kann ich die jetzt lesen? Nein, immer noch nicht. Achso, ich. Ich war unter alles. Naja. Ich glaube, dann haben wir alle Bücher. Nee, oh, haben wir immer noch nicht. König Sigismund von Ungarn und das Sträußchen. Weht ein Lüftchen aus Fürst. Lichen Wäldern, da läuft ein Mädchen zum Flusse, schöpft Wasser in beschlagene Eimer. Auf dem Wasser schwimmt zur Maid ein Sträußchen, wohlriechend Sträußchen von. Kann ich lesen, das ist so blumig. Das tut einfach nur weh, wenn man liest. Ha, Moment. Lernen. Lieblingsdarstellung, okay. Dann lernen wir mal. Nur 2 Stunden, easy. Oh, ich wurde angequatscht gerade. Steht gerade eine Wache neben mir und wartet, bis ich zu Ende gelesen habe, oder was? So. Lied des freudigen Armen. Kann man sich gar nicht antun, ey. Das sind ganzen Kirchenbücher. Regula Benedikt. So, haben wir jetzt endlich alle? Meine Fresse. Ja gut, wir haben viel gelesen. In die Satteltasche, 2 Stück. Können wir alles später verkaufen. Bücher sind wertvoll. Jedenfalls noch in diesem Jahr, nicht Jahr, sondern in dieser Epoche sind Bücher wertvoll. So ist richtig. So, zack, zack. Alles weg damit. Geklaute Sachen kann ich auch erstmal wegtun. Ist ein bisschen blöd, wenn ich die dabei habe und erwischt werde. So, ja, ich bin schon ein bisschen besser ausgestattet. Hat mich da gerade irgendjemand angequatscht? Hätte ich schwören können. Naja, wir gucken, was wir als nächstes machen werden. Wir gehen auf unser Questlog und wir machen Maskerade. Matthäus und Fritz haben einen Plan ausgeheckt. Ach so, naja. Das Einzige, was mir fehlt, ist schwarze Feder, ne? Beschaffe Rabenfedern. Ja, aber ich habe schon mal Raben versucht zu töten. Die bringen gar nichts. Seltsam. Mal gucken, den nächsten Rahmen, den wir sehen, den werden wir umbringen. Ich glaube tatsächlich, dass hier irgendwo noch eine Quest ist, ne? Wollen wir die noch mitnehmen? Oh. Questgeber. Ich dachte, der ist tot. Den haben wir doch umgebracht. Okay, wagen wir es einfach. Wir gehen zurück. Ich glaube, den habe ich umgebracht. Aber der Stern ist drauf. Bleib sofort stehen. Ein Mensch. Keine Bewegung. Ich mach dich kaputt, Junge. Komm doch her. Wenn ich den erwische. Oh. Scheiße, Gnade. Genug. Du gewinnst. Kannst du knicken, mein Freund? Was? Na, willst du noch einen? Nein, nein, Gott, nein, bitte. Soll das etwa alles sein? Oh mein Gott, ich hab verfehlt. Oh mein Gott, ich bin so. Oh Gott. Nein. Das Nein, ich laufe nur weg.
Merkst du selber, oder? Ach, um Gottes Willen, töte mich nicht, bitte nicht. Was ist los? Komm schon! Stirb, Mann! Was willst du von mir? Was für Wände? Deine Groschen nehme ich gerne. Ich werde sie alle umbringen hier. Jeder, der mich irgendwie auch nur ansatzweise versucht anzufassen, den kenne ich hier in diesem Dorf. Das Problem ist nur, zu überleben. Aber ich habe noch Verbände, oder? Ja, 26 Stück. Zack, 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 zack. So, ich habe mich verbunden. Ich habe ja noch mal, ich habe noch meine Heiltränke, ne? Ich habe noch meine Heiltränke. Und wir haben Hauptstufe bekommen, ne? Okay, bringt mir gar nichts mehr. Momentan nicht, jedenfalls. Gibt auf jeden Fall noch einiges Dorfheld. Hm? Okay. Okay, ich wollte mich heilen, ne? Ich wollte mich heilen. Gut, Inventar. Wir hatten doch. War das Ringelblumenaufguss? Heilt binnen einer Minute leichte Wunden und oder die Auswirkungen des Kraters, oder? Ich will's trinken. Hatte ich nicht 20 Stück davon? Ich habe mir jetzt nicht 20 Stück davon reingezogen, oder? Ich habe mir jetzt nicht 20 Stück davon reingezogen, oder? Wir warten mal so eine Stunde, dann bin ich wieder voll geheilt. Ich habe mir jetzt nicht alle reingezogen, oder? Das wäre echt kacke. Oh mein Gott. Was zum... Hab ich dich. Dir werde ich's zeigen. Du wirst lernen, was gerecht ist. Oh, ich hab neben der Leiche gewartet. Oh mein Gott. Versuch gar nicht, erst abzuschreiten. Glaubst du ernsthaft, du könntest mit Mord und anderen Verbrechen davonkommen? Würde ich entscheiden, ging es schnurstracks zum Schafott. Hast Glück, dass ich dich nur in den Kerker werfen darf. Einsperren? Ich lass mich doch nicht einsperren. Leg dich nicht mit mir an. Das reicht. Okay. Ich fliehe. Ergib dich. Bleib sofort. Das sind zu viele. Oh mein Gott, das sind zu viele. Na komm, den hätte ich doch treffen können. Ah! Da! Jemand wurde umgebracht! Ja, und ich bringe noch mehr um. Aha! Kannst nicht richtig zielen, mein Freund, so wie ich. Ach komm, guckt euch mal, wie knapp das ist. Oh, Headshot! Legt euch nicht mit mir an, Freunde. Hast du Verbände für mich? Naja, Pfeile nehme ich auch gerne. Seht ihr uns so. Das hier wird einfach unser Dorf, wo wir Pfeile sammeln. Guckt es euch an, das ist. Wie siehst du denn aus? Wir kriegen hier Pfeile ohne Ende. Warte, hast du nicht mit dem Pfeilbogen auf mich geschossen? Oder war das die andere Leiche? So, ich weiß, die haben sehr viele wertvolle Sachen, aber ich habe mehr als genug Geld. Ich muss keine Zeit mehr damit verschwenden, irgendwie großartig Geld zu sammeln. Hör auf, die Wachen zu rufen. Ich knall dich ab, Freundchen. Ich knall dich sowas von ab. Bam! Na gut. Okay, ich will die Quest haben. Wenn da gleich noch eine Wache kommt, mache ich die auch platt. Was ist denn los? Sollen die doch alle herkommen? Los! Kommt her, traut euch! Ah, die Quest ist weg. Nee, ist sie nicht. Ich werde niemals diese Quest bekommen. Der wird mich auslachen und sagen, heißt der, soll ich helfen? So, stecken wir die Waffe weg. Ich glaube, wir haben alle möglichen Wachen jetzt umgebracht. Was ist denn mit den Leichen, die wir zuvor hier gelassen haben?
Alle weg. Hier ist alles gut. Was ist hier los? Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Scarlett dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. In Gottes Hand. Okay. Warum ist draußen eine Wache? Die ist tot. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Okay. Oh, wie fühlst du dich dabei? Wie fühlst du dich dabei? Du bist die einzige Frau hier. Alleine in einem Kloster. Manche Mönche reden mit mir. Doch für die anderen bin ich nur Luft. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Macht er dir Ärger? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehefrau, aber das hindert ihn nicht daran, dauernd um mich rumzuscharwenzeln. Und, was noch? Na was wohl? Er hat mich natürlich in sein Haus eingeladen. Ich könnte etwas unternehmen, wenn du willst. Nein, mit dem werde ich fertig. Drohgebärden von dir sind das Letzte, was ich brauche. Das hilft mir kein Stück und den Vertriebenen schon gar nicht. Was kannst du mir über Kustos erzählen? Was kannst du mir über den Kustos erzählen? Eigentlich soll er sich nur um die Wachen und die Sicherheit des Klosters kümmern. Aber in Wahrheit hat er überall das letzte Wort. Auch bei den Vorräten. Deshalb denkt er wohl auch, dass er sich alles erlauben kann. Okay, und das Kloster hilft nicht? Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz. Aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es. Aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe. Bringe etwas. Sonst kriegen wir hin. Sonst noch was? Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten. Sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht. Lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Ich bringe noch mehr Wachen um, wenn dir nicht bessere Betten gibt. Finde heraus, wie du bessere Bedingungen für die Kranken... Scheiße. Nun gut. Das kann schwer werden. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen. Ich könnte sie mir ansehen. Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Ist mir tatsächlich mal passiert. Fritz hat auf die Verbrennung gepisst und einen Tag später war alles wieder gut. Verstehe. In dem Fall sprichst du besser mit Bruder Nikodemus, bevor du hier Medikus spielst. Okay, ich weiß alles, was ich wissen muss. Mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig, doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Okay, über die Lage hier. Erzähl mir mehr. Danke. Gut. Wir haben jetzt genug gesprochen. Habt euch wohl. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Nächstenliebe gelernt. Oh, Kodex-Eintrag. Nächstenliebe. Unter dem Begriff Nächstenliebe verstand man unterstützende Taten zugunsten seiner Mitmenschen. Ja, passt überhaupt nicht zu mir. Da drüben. Um Himmels Willen. Da drüben.
Um Himmels Willen! Was tust du hier? Da drüben! Sind die Klostermauern von innen von innen zu langweilig geworden? Hilfe. Die wissen alle, dass ich drinne war. Okay, gucken wir. Achso, wegen dem Gewand hier, was ich trage. So, in Gottes Hand. Bring etwas Wildfleisch in die Krankenstube 100. Finde heraus, wie du bessere Bedingungen. Hilf dabei die Kranken und Verwundeten im Kloster. Okay, wir werden zuerst das Wild organisieren. Ich denke mal, das ist das Einfachste. Bist du eine Wache? Oh mein Gott. Pferd. Was tust du hier? Ah, nee, sind dir die Klostermauern von innen zu langweilig geworden? Als Maulpöbeling. So. Der Bug ist immer noch nicht behoben. Keine Ahnung, wann der endlich behoben wird. Aber wir reiten jetzt weg. Oh Gott, hier ist eine Wache. Tschüss! Was? Ich hab gehört, du willst aufs Maul? Ha? Ergib dich! Das sage ich dazu. Was? Ich hab getroffen. Trau dich doch. Ich hab genug Pfeile von deinen Kollegen bekommen. Du kannst mir nichts, Dude. Du kannst mir nichts. So. Ach, darf ich meinen Pfeil wieder kriegen? Das ist sehr, sehr nett von dir. Hast du noch andere Pfeile? Oh, den Thronschlüssel nehme ich gerne. Hau rein. Ein Wort und du bist tot. Oh nein. Hey, hier liegt eine Leiche. Ich habe ihn gewarnt. So, wir gehen jetzt. So, wir brauchen 100 Fleisch. Ach, halt's Maul. Nur am Rummeckern die Leute hier. Eine Leiche. Hilfe, Hilfe. Scheiß drauf. So, hier ist auch direkt ein Wald um die Ecke. Das ist ganz gut. Soll ich das schneiden? Guck mal auf die Uhr, wie viel haben wir? Ja, dann sehen wir uns beim Wild wieder. Wie ich es erlege, werdet ihr aber dann auch noch sehen. Ah, warum sind das kleine Rehe? Ah, naja. Gehen wir auf Rehjagd, ne? Vielleicht treffe ich sie von hier aus schon. Solange sie sich nicht bewegen, ist das so gut. Aber ich sehe nicht... Ach, die kommen direkt auf mich zu. Links von mir ist auch noch einer, ich sehe ihn, ne? Ich könnte auch einfach den Hasen erlegen. Der ist ein bisschen einfacher, der läuft nicht so schnell weg. Ihr mobbt mich jetzt, oder? Das hast du verdient. Das hast du einfach verdient. 63, naja. Nein, das war zu hoch. Ach stimmt, die sind jetzt nicht mehr so scheu mir gegenüber, ne? Aha, hab ich gut gemacht. Jagen und Bogen erhöht. Da heißt. So, gib mal her den Scheiß. Wir sind zwar jetzt überladen, das ist aber nicht so wichtig, weil wir geben das Fleisch eh jetzt ab. So. Ja, damit würde ich sagen, zurück, ne? Kann ich schnell reisen? Ich meine, ich bin schon ein Stück gelaufen, wie ihr seht. Oh. Stimmt. Da war ja was. Na gut, dann reite ich hin. Och, diese scheiß Backkacke, ne? So, und da sind wir schon wieder. Und wir gehen einfach mal hier rein. Und sind dann verwirrt, wo wir sind. Hä? Dass die Quest mich nicht richtig führt. So, jetzt wäre es übrigens sehr, sehr schlecht, wenn Wachen kommen, weil ich nicht rennen kann. Wo ist die Troller? Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich muss Johanka fragen. Philipp, aus Scarlets. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Okay, ich vermute mal nur die auf den Betten, oder? Er braucht nur etwas Schlaf. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum?
Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hierbleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Warum gehst du nicht woanders hin? Warum suchst du dir keinen anderen Schlafplatz? Geht nicht. Nicht mit dem Bein. Quatscht er mich an wegen... Ich bin kein Mönch. Ich sehe aber so aus wie einer. Trink das. Ich habe hier etwas, das dir bestimmt hilft. Wirklich? Das ist mein Schlaftrunk. Großartig. Hab Dank. Lass mich nächstes Mal schlafen. Der kommt aus eigener... Was lungerst du hier herum? Verschwinde. Das muss doch nicht sein, oder? Was machst du hier? Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. Wie lange denn schon? Wie lange hilfst du hier schon aus? Ich war schon hier, bevor die Flüchtlinge kamen. Da war es nicht so voll. Okay, und was genau machst du hier? Und was genau machst du hier? Hauptsächlich helfe ich Bruder Nikodemus. Wenn einer der Kranken stark leidet, wache ich hin und wieder nachts an seinem Bett. Manchmal muss ich Strampelnde festhalten oder Sachen holen. Okay, hau rein. Hab Dank. Na gut, wir haben jetzt wenigstens einem schon mal geholfen. Ich habe Fleisch dabei. Ich habe etwas Fleisch. Hier, nimm. Ja, ich hier nichts zu suchen. Halt's Maul da hinten. Danke, Heinrich. Reichhaltiges Essen hilft sicher. Gut, was fehlt dem Mann mit dem Beinverband? Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzung erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Ich werde das Bein richten. Lass mich es versuchen. Ich richte sein Bein. Du? Ich versuche mein Glück. Schlimmer kann's eh nicht werden. Also verstehst du gar nichts davon. Wag es ja nicht, den armen Mann anzurühren. Was ist mit dem Henker aus Rattay? Was ist mit dem Henker aus Rattay? Normalerweise bricht er Knochen, aber vielleicht kann er sie auch wieder zusammensetzen. Der Henker? Selbst wenn du ihn überzeugen kannst, den lassen die doch nie rein. Vielleicht reicht es, wenn er es mir zeigt und dann kann ich... Lass dich nicht aufhalten. Ich jedenfalls habe jetzt genug zu tun. Okay, zum Henker von Rattay. Ich kümmere mich um dann die anderen. Dann sehe ich jetzt nach den... Was ist mit Philipp? Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlets schon vor Jahren. Und weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Finde Pater Simon, dann Rovna. Viel Glück. Okay. Scheiße, ich hoffe, ich muss mit keiner Wache reden oder so. Wir gucken uns die Karte an. Ich habe hier echt zu viel auf meinem Tisch rumstehen. Wir haben in Rattay. Frage den Henker, war denn hier? Und wir haben Rovna. Ist auch noch der Questgeber. Okay. Und wir haben, was haben wir noch? Jetzt gehen wir aus dem Bild. Ja, mit wem muss ich wegen den Bedingungen reden? Das ist doch hier die eigentliche Frage. Mit dir? Hallo? Solltest du nicht dem... Was lungerst du hier herum? Verschwinde! Ja, ja, ich besteche Mönche. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein.
Aber ich bin doch Mönch. Hast du doch gerade selber gesagt. Mit Pfeil und Bogen. Okay. Ich würde sagen, in den Topf geben. Kann ich hier... Nein. Katavir. Ich hatte doch irgendwie... Ich muss mir gleich die Aufnahme angucken. Ich hatte 20 Tränke. Die habe ich mir doch nicht alle reingezogen, oder? Essen wir erstmal Brot. So, ich hätte schwören können, ich habe 20 Tränke. Das Rehfleisch kann alles weg. Tschüss. So, somit können wir nämlich wieder schnell reisen. Und wir reisen nach Horizon. So, Zero Dawn. Nach Rovna, bitte. Ja, gut, das Kloster wird mich jetzt für immer hassen. Vielleicht nicht der idealste Ort gewesen, um fast zu werden, aber naja. Vielleicht legt sich das mit der Zeit wieder, wenn wir da ein paar Quests machen. Obwohl wir ja nur eine haben, die wir jetzt gerade tun. Aber egal. Hier in Rovna mögen die mich wenigstens. Ich hoffe, die wollen mich hier nirgendwo sonst festnehmen, weil ich ein gesuchter Mörder bin. Massenmörder. So, das war C, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Dann gehen wir auf mal zu Fuß. Ach, dämliche Bug. Hallo. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Ach, halt doch die Fresse. Mein Gott. Ja, dann ziehe ich mich halt um. Geht mir voll auf den Sack. Hier. Ist besser. Jetzt ist dieser scheiß Bug wieder da. Gott sei mit dir. Warst du nicht der Idiot? Lebst du alleine hier? Hier scheint nicht viel los zu sein. Bist du hier ganz allein geblieben? Oh ja, ganz allein. Die anderen sind entweder tot oder nach Ratai geflohen. Wieso bist du alleine zurückgeblieben? Ach, das tut mir leid zu hören. Und warum bist du ganz allein hier geblieben? Mein Bruder hat sich mit irgendwelchen Landstreichern davon gemacht und als mein Vater starb, musste ich ihm schwören, nie unser Heim zu verlassen. Du hast deinen Schwur sehr ernst genommen. Stimmt, aber langsam wird's hier wieder gefährlich. Kuman? Wären's nur die, nehme ich mir eine Axt und das wär's. Aber vor ein paar Wochen kam Gesindel vorbei. Sie bettelten mich um Essen an und wollten gar nicht mehr gehen. Wären die noch ein wenig hungriger gewesen, hätten sie Kleinholz aus dem Hof gemacht. Von derartigem Gesindel habe ich auch schon gehört. Okay, es ist schrecklich, was hier passiert ist und so weiter. Diese Wilden haben eine furchtbare Schweinerei hinterlassen. Das war schrecklich. Manche Leute liefen in die Kirche, aber diese Hunde haben schon dort gewartet. Sie wussten, wohin Verzweifelte fliehen. Wo hast du dich versteckt? Gott sei Dank habe ich meine Familie in den Wald geschafft. Ich sehe hier keine Familie. Ich hoffe, die Bastarde haben sie nicht gefunden. Nein, mich findet keiner so leicht, wenn ich's nicht will. Hab meine Frau und ein paar andere nach Ratai geschickt. Okay, wann kommen die Leute zurück? Glaubst du, die Menschen werden wieder zurückkommen? Ich weiß nicht, wie es mit den Skarlitzern aussieht, aber meine Nachbarn kehren sicher zurück. Sie wollen nur geistlichen Beistand. Du meinst einen Pfarrer? Ja, wenn Krieg ist, kämpfen Adelige, um ihr Land zu beschützen. Aber einfache Leute wollen nur jemanden, der sich um ihre Seelen kümmert. Wohl wahr. Aber für euch war der Skarlitzer Pfarrer zuständig, oder nicht? Stimmt. Aber seit dem Angriff ist er verschwunden. Jedenfalls ist er nicht bei den anderen Flüchtlingen in Ratai. Das ist wahr. Dort habe ich ihn nicht gesehen. Sag mal, Junge, könntest du uns nicht helfen, einen Pfarrer für unser Dorf zu finden? Sollte sich nicht der Bischof darum kümmern? Ja, warum nicht? Sicher, ich kann fragen. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Da kann ich sicher helfen. Vor ein paar Jahren gab es einen anderen Pfarrer in Skarlitz. Er hieß Simon, glaube ich. Simon? Pater Simon? Ich kenne ihn. Das ist derjenige, der vermisst wird, oder? Ja. Ich will ja keine Gerüchte verbreiten, aber man sagt, er hat sich in eine Haushälterin verliebt. Und dann ist die Arme plötzlich gestorben. Wie skandalös. Die Geistlichen von heute, Sodom und Gomorra. Sie sind auch nur Männer, mit denselben Schwächen wie wir. Also, um die Geschichte zu beenden, Simon verließ die Gemeinde und floh, wie du weißt. Lange Zeit hat keiner was von ihm gehört oder gesehen, bis er diesen Frühling hier auftauchte. Und was wollte er hier? Tja, gute Frage. Die Leute sagen, er ist Einsiedler geworden. Also gut,
Wo finde ich ihn? Kann ich nicht genau sagen. Frag am besten die Eltern von dem Mädchen. Sie leben auf einem Hof in der Nähe und wissen vielleicht was. Er hat vielleicht sogar mit ihnen geredet. Ich gehe zu ihnen und höre mir an, was sie zu sagen haben. Gott sei mit dir, Junge. Ich hoffe, du findest ihn. Wenn mich irgendein Heide absticht, will ich wenigstens ein gutes Begräbnis. Keine Sorge, ich bringe dir jemanden. Gott behüte dich. Ein Mann Gottes, ja. Sagt mir aber immer noch nicht, wie ich an ihn komme. Finde Pater Simon, spreche mit der Familie von Pater Simon, ja. Okay, ja, ich sehe schon, wir machen die grüne Quest weiter. The fuck? Jetzt würde ich hier wieder von A nach B geschickt, ne? Oder von C nach A, besser gesagt. Ja, ist schon hier, ich will aufsteigen. So, also, unser nächstes Ziel wird demnach sein, Joben. Cool. Ja, ich bin gespannt, aber das Ganze wird natürlich erst morgen geschehen. In diesem Sinne sehen wir uns natürlich dann wieder. Haut rein, euer Seo. Tschüss.